Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Heroes Chronicles Kapitel 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen hier definitiv einen der Barbaren erledigen, Sauruk. Was hat denn der so alles dabei? Ja, okay. Aber da können wir uns wahrscheinlich erst noch mal ein bisschen... noch ein bisschen aufwerten von den ganzen... von unserer Armee. Ja, da geht es jetzt leider nicht mehr. So, aber mehr können wir nicht machen. Dann müssen wir den jetzt erledigen. Hat aber ganz gut geklappt. Wir holen uns das hier zurück. Und wir müssen uns das hier noch zurückholen. Ah. Da kommt der also raus. Okay, jetzt wissen wir auch schon, wo das rauskommt. Es gab nur eine Lösung, soweit es Kitscha betraf. Ich musste ihre Armee besiegen. Ich musste sie vollkommen zerschmettern, denn sie wird niemals ihre Suche nach dem Schwert des Frostes aufgeben. So, wir holen uns das zurück. Können wir nicht holen? Achso, weil wir keinen Platz haben, logischerweise. Okay, jetzt wissen wir, wohin das hier geht. Dann hätte ich gesagt, gehen wir vielleicht sogar da unten hin. Beziehungsweise, was können wir noch machen? Wir machen noch die Magie Stufe 3, dann können wir je nachdem die Drachen noch aufwerten. So, und du bekommst auch nochmal... damit da nichts schief geht. Dass du wenigstens ein paar Dinger hast. So, zum Dingsen. Okay, schauen wir mal, wir kommen hier hin. Diese Konstruktion... ist offensichtlich ein Reisetor, aber es scheint nicht mehr zu funktionieren. Ach so, das ist ein Einweg. Ja, jetzt verstehe ich. Das ist ein Einweg und das ist ein Zweiweg. Da heißt, der Gegner kommt da raus, aber kommt auch nicht mehr zurück. Okay. Dann müssen wir wohl den anderen Monolith nehmen oder hier in den Untergrund gehen. Ich würde aber tatsächlich erstmal in den Monolithen gehen. Und hier... ja, da machen wir erstmal nichts. So, dann lass uns mal schauen, wo wir da hinkommen. Schule der Magie. Das Knistern magischer Energie erfüllt die Luft in dieser Schule für mystische Künste. Ein Lehnsmann ist bereit, euch für 1000 Gold für die nächste Klasse einzutragen. Ihr könntet euch aussuchen, ob ihr euer Wissen erweitern oder eure Kräfte effektiver nutzen wollt. Wir machen mal Zauberkraft. Wie sieht's denn aus? Ich vergesse es jedes Mal. Wissen wäre in dem Fall gescheiter gewesen. Ah ja, und da kommen wir nicht durch, weil wir einen blauen Schlüssel brauchen. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie in den Untergrund. Da führt kein Weg dran vorbei. Also gehen wir mal in den Untergrund. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Ah, hier ist das Tor, wo wir eben gewesen sind. Da geht's nirgends weiter. Okay, okay. Alles klar. Wir bekommen ein neues Schwert, das Titanengladius. Ah, ich habe was vergessen. Wir wollten doch das eine Ding, das Feuerbuch, hier abgeben. Ich glaube, das machen wir jetzt auch gleich mal. Mit der rechten Hand gehalten, erhöht diese riesige Reliquie Angriff um plus 12. Hoho. Reduziert aber an Verteidigung um 3. Wir gehen nochmal kurz zurück. Und dann gehen wir nochmal hierher. Da habe ich was vergessen. Da wollte ich ja noch was machen. Genau. Da geben wir nämlich das Buch ab und holen uns noch ein bisschen Geld. Der arrogante Zauberer studiert das Buch der Feuermagie genau. Aber bevor er jede Seite langsam und mit Bedacht umblättert, zieht er sich ein paar weiße Handschuhe über. Oh nein, ein Schmutzfleck. Es war im Besitz der roten Drachen, sagt ihr. Ihr könnt nicht erwarten, dass es unversehrt ist. Doch, ich kann und das tue ich auch. Aber ihr sollt trotzdem die 40.000 Goldstücke bekommen, sagt der Zauberer.
Oh, es waren doch 48.000 Gold, erinnert ihr ihn. Ja, aber praktisch fehlt es mir erst. Nicht wahr? Nehmt euer Blutgeld und verschwindet auf der Stelle. Oh, und da haben wir auch nochmal Angriff. Wir holen uns auf jeden Fall, wir schauen mal, dass wir in der nächsten Runde vielleicht nochmal einen Azurdrachen holen können. Beziehungsweise, ja, das war klar, dass der uns schlägt. Vielleicht sollten wir erstmal uns um den hier kümmern und uns das Schloss zurückholen. So. Und dann können wir vielleicht auf der anderen Seite mal reingehen und schauen, wo es da lang geht. Ach, jetzt kommt der auch wieder und macht es. Ach, Mann. Okay. Bevor dasselbe Spiel wieder von vorne losgeht. Krumpf. War ja klar. Wo ist er denn? So, aber jetzt hat. Oh, es hat uns sogar ein bisschen was gekostet. Aber jetzt gehen wir dahin. So. Ja, jetzt hat er uns auch nichts mehr entgegenzusetzen. Im Moment hat er auch keine Leute mehr anscheinend. Jetzt hat er wieder Leute. Beziehungsweise keine Leute, wo im Dings drin stehen. Okay, so. Wir holen uns einen Azurdrache. Wir reiten nochmal hierher. Wir holen uns noch zwei von denen hier. Die müssen nur noch aufwerten. Noch Drachen. Oh, Moment mal. Können wir uns... Mist. Können wir hier die Drachen noch aufwerten? Nee. Das fehlt uns. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Geld. Uns fehlt aber viel, viel Schwefel. Schwefel fehlt uns... So, jetzt haben wir 21. Langt das schon? Ja, das langt. So, dann können wir die ganzen Drachen... da fehlt weiterer Schwefel wahrscheinlich. Würde es jetzt gehen? Nee, würde nicht gehen. Wahrscheinlich zwei fehlen. Wenn ich es richtig sehe, wahrscheinlich zwei Schwefel würden noch fehlen. So, dann. Ja, genau. 14 Stück haben wir ja gebraucht gehabt. Dann sieht es doch jetzt schon mal besser aus. Dann können wir jetzt runtergehen. Ach, da kommt der Nächste, wo hier durchgeht. Schauen wir mal, dass wir den irgendwie abgefangen kriegen. Ja, da holt sie natürlich das ganze Zeug wieder. Und da oben geht's natürlich rund. Puh, der schickt jetzt aber auch einen nach, einen nach dem anderen hier raus. 28, sehr schön. Und den da oben müssen wir auch so schnell wie möglich erledigen. Bevor der jetzt irgendwie hier unsere Burg erobert, können wir hier, ja. Ich hoffe, dann kriegen wir doch wenigstens den ganzen noch abgewehrt, wenn wir hier mal ihn jetzt ein bisschen hier aufrüsten. Okay, hier nochmal machen. Hier aufrüsten. So. Mehr können wir jetzt definitiv nicht machen. Ich hoffe mal, das kriegen. Der erobert uns das Ding nicht ab und tötet uns den einen. Nee, er traut sich nicht rein irgendwie. Oh, da kommt der Nächste. Ich glaub's ja wohl nicht. Also so langsam sind die ein bisschen nervig hier. So, aber erstmal den erledigt. Sehr gut.
das Ding zurückgeholt. Und wo war der Nächste? Der war wieder hier unten irgendwo hier. Und da kommt schon der Nächste. Ach du Schande. Der schlägt aber jetzt auch einen nach dem anderen da lang. So. Und das müssen wir noch holen. Und wo war der andere? Der war doch... Hä, ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. War nicht hier noch ein weiterer drin? Der hier rumgereist ist? Okay, ich sehe den irgendwie nicht. Na gut, dann... Halt. Dann gehen wir mal... Ja, vielleicht sehen wir ihn jetzt gleich. Nee. Nee, der scheint schon weg zu sein. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal das Zeug wieder. Können wir da holen? Nee, kein Platz. Der schickt echt einen nach dem anderen da durch gerade. Die können alle nichts, aber... Ja... Könnten wir da schon die nächsten Dinger holen? Also, wenn das so weitergeht, kommen wir nicht weiter. Könnten wir noch holen. Wir brauchen aber noch ein bisschen Dingsbums. Das hier. So. Und den hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Einen nach dem anderen schickt er jetzt gerade da lang. Ich glaube... So, wo war denn der andere jetzt? Der war gar nicht da. Okay. So, bevor der jetzt weiterschickt, gehen wir erstmal dahin und erledigen die Dinger nochmal. Und schau mal in den, wieder in den Untergrund rein, wo wir da hinkommen. Okay, das geht ja alles relativ gut. So, was war denn das jetzt für ein schönes Schild? Mit der linken Hand gehalten erhöht diese Reliquie die Verteidigung um 12, reduziert aber den Angriff um 3. Das passt mit dem Schwert eigentlich relativ gut. Das passt mit dem Schwert ziemlich gut überein. So, jetzt können wir auf jeden Fall den Gegner abfangen. Ist die Frage, wo kommen wir denn dahin, wenn wir da durch den Monolithen gehen? Da kommen wir wahrscheinlich wieder zu uns raus, oder? Ich probiere es gerade mal aus. Ja, genau. Da kommen wir wieder zu uns raus. Das will ich allerdings gerade nicht. Also laden wir nochmal. Wenn ich es denn finde, wo war es? Da war was. So. Ihr habt gehört, dass dies der Ort sein soll, wo ihr den Ring der Unendlichkeit, der unendlichen Edelsteine finden sollt, aber es scheint ziemlich ein ungewöhnliches Versteck zu sein. Ein Schlitz öffnet sich in der riesigen Tür in diesem Heim und ein paar dunkle Augen stiert hindurch. Haut ab! Der Einzige, den ich vor der Tür sehen will, ist Tanum, der Drachenfreund. Ich bin Tanum, sagt ihr. Ihr hört das Klicken von Schlössern, die entriegelt werden. Und dann tritt eine untersetzte Gestalt hinaus ins Licht. Es ist der Zwerg Ufritin. Ich habe nie erwartet, euch wiederzusehen, sagt ihr. Glaubt mir, ich habe auch nie erwartet, hier zu sein, sagt Ufritin. Was ist passiert? Als ich auf dem Weg zurück zu Gelo war, habe ich eure Worte in mich eindringen lassen. Mir wurde klar, dass ihr recht haben musstet
Oder warum solltet ihr sonst so handeln, wie ihr es tatet? Ich versuchte, Gedo zur Umkehr zu bewegen, aber er wollte nicht zuhören. Er nennt euch ein Verräter und mich ebenfalls, da ich auf euch gehört habe. Er hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß. Er glaubt sich im Recht und er ist zu verbohrt, um einzusehen, dass er die ganze Welt in Gefahr bringt, sagt ihr. Nun, er hat die Passage zur Stadt Voleo hinter sich verschlossen und den einzigen Schlüssel dazu mitgenommen, den Ring der unendlichen Edelsteine. Ich habe ihn den Ring gestohlen und wollte ihn euch bringen, als mich Kaija und ihre Barbaren fanden. Zum Glück konnte ich mich selbst in diesen magischen Baum einschließen, sagt Ufritin. Der Zwerg sieht den Ring aus dem Schloss und blickt traurig auf das funkelnde Juwelenkleinod. Ich hoffe, ich habe das Richtige getan, sagt Ufritin. Ich kann mir denken, wie schwer es euch gefallen sein muss, euren Freund zu verraten. Aber glaubt mir, Ufritin, es ist so am besten. Hauptsache, ihr haltet ihn auf, Tarun Drachenfreund. Stoppt Gelo, bevor er seinen eigenen Namen in Verruf bringt und auf ewige Zeiten als der Elf gilt, der beinahe in seinen Stolz die Welt zerstört hat. Ufritin reicht euch den Ring der unendlichen Edelsteine hin. Nehmt ihr ihn jetzt an? Nee, noch nicht. Ich glaube, ich würde ganz gerne erstmal noch hier weiter XP machen. Ich glaube, wenn wir den annehmen. Ich glaube, wenn wir ihn annehmen, dann ist das Spiel vorbei. Von daher probieren wir vielleicht erstmal aus. Das war ja echt nix. So, Braun ist bezwungen. Der Sieg ist euer. Okay. Dann ja, so habe ich es eigentlich jetzt nicht gemeint gehabt. Okay, und wenn wir das Ding annehmen. Und dann gewinnen wir auch. Also, ja, das ist ja krass. Das ist so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Dass sobald wir den Stein annehmen, dass das Spiel vorbei wäre. Aber sobald wir das Ding erobert, ist auch das Spiel vorbei. Da würde ich mir doch dann doch lieber noch ein paar XP holen, indem wir doch die ganzen anderen Gegner hier erledigen. Ne, wir nehmen nicht an. Wir besiegen sie. Gibt immerhin noch ein bisschen XP. So, dann haben wir das erledigt. Da haben wir nochmal Gegner. Angreifen. So, wo waren wir jetzt noch nicht gewesen? Das war das Portal. Das da drüben müssen wir noch holen. So, auch nochmal. Da können wir nochmal hingehen. Das wollen wir nochmal holen. So. Halt, Moment. Da ist noch was. Das wollen wir natürlich auch noch holen. So, jetzt ist es eigentlich nur noch das hier. Wir können den Dings holen oder gegen Dings noch kämpfen. Aber da ist ja auch. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so, dass wir das Ding besiegen. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen XP. Dann sind wir ja immer noch auf 28 wahrscheinlich, aber ein bisschen näher an der 29 dran. Und aber das werde ich in der nächsten Folge machen. Weil dann können wir quasi in der nächsten Folge direkt die neue Szenario anfangen. Das Gespräch mit Ufritin haben wir ja schon gemacht gehabt. Und ich denke, es ist oder soll man lieber das Gespräch mit Ufritin machen? Ich glaube, wir machen das Gespräch mit Ufritin. Und holen uns das Ding. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das machen wir so. Aber erst in der nächsten Folge dann. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.